das ist aber mein Vorrat. Ja, dann hol mal raus. Tu mal was für die Gemeinschaft. Tanz Peter kann schon wieder fahren. Ja, ja, der war nur unter Schock vorhin. So. Dritter Kasten. Und vierter Kasten, das sollte reichen. Gut. Alter, wo ist diese blöde Taste? Hallo Hans. Hallo. Ey, ich muss euch eine Story erzählen, das glaubt ihr nicht. Ja. Als der Hans-Peter vorhin um die Kurve gefahren ist, da ist ein Fuchs über die Straße gelaufen. Ja. Und er hat das Lenkrad verrissen und dann lag er auf der Seite, ey. Hans, wo bist du denn jetzt eigentlich? Ja. Ah ja. Der Hans? Kirschen habe ich leider noch keine anzubieten. Das fehlt eigentlich an einem. Hans, hast du ein. Du hast doch die Dieselproduktion, oder? Was habe ich? Die ja, habe ich. Hast du schon was produziert, also Kompost? Nein. Ja, okay, dann wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Nicht wahr, Hans? Und jetzt ist der Fuchs tot. Ich habe den extra in den Wald rangetragen. Ja. Hat jemand einen Grill? Ey, wie keiner deine Story hören will. Mhm. Für den Fuchs? Der arme Fuchs. Ja, der ist doch sowieso schon tot. Ja. Ja, und das Komische war... Nee, das sage ich jetzt nicht. Aber es ist wirklich traurig. Das tut mir echt leid um den Fuchs. Hallo. Ob ich gerade was passieren soll? Spaß. Hallo. Hä, was? Parkabild. Ist ja immerhin... Hier ist da drüben ist keine Plantage. Hallo und Spaß. Moin. Oi. Moin. 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 Dachchen. Das ist aber schon eine schöne Sammlung hier, ne? Ja. Alles also dabei. Ich nehme die Tränke alle mit, ne? Warum? Sind bestimmt gut, was im Export. Nee. Aber stell sich mal bitte jeder zu seinem Traktor. Jo. Bitte jeder vor seinen Traktor. Also Herr Warunder, Sie haben aber auch ein schönes Exemplar gewählt. Zu mir gucken, bitte lächeln. Hi. Tschüss, Käse. Was? Jo, ich müsste auch noch mal ein Foto machen. Jo, komm hin. So, sorry. Harry? Ja? Harry, du kannst gleich ein Foto machen. So. Ich mach auch noch mal eins für Facebook. Jo, merci. Tut mir leid um den toten Fuchs. Krank. Tschüss. Na? Ja? Jo, grillen. Danke. Du kannst keinen Fuchs grillen. Hey. Man kann's ja mal versuchen. Jürgen, hast du den Fuchs mitgenommen? Wolltest du noch mitnehmen? Sicherstellung der Beweise. Ja, ich hab den mitgenommen. Ja, also gut. Gut so. Oh. Ich hoffe, Rani, heute ist nicht so grad, heute ist nicht so warm. Nur 18 Grad, dafür. Was machen wir denn jetzt hier oben? Ja, der Müller hat hier gerade ein paar Kisten Bier rausgestellt. Jetzt gießen wir mal ein bisschen die Bäume. Oder hinter die Binde. Durch runter. Übrigens, wer Lust hat, kann gerne auf den Baum klettern und nach Kirschen suchen. Ich bin schon dabei. Ich übernehme keine Haftung. Eine Frage, ist das Bier kalt? Bestimmt nicht. Ach nee, der hat doch keine Ahnung, hat er doch. Schmeckt doch. Ah, das ist ja gut. Thomas, ich hab keine. Ey, an welchem Baum hast du denn jetzt rangepinkelt? Ey! Thomas, komm mal her. Rangepinkelt wird dir nicht. Wo bist du denn? Der kann das selbst hier mit seinen eigenen Händen wegmachen. Bah, das ist ja eklig. Ja. Das ist ein kaltes Bier. Zwei Stück. Oh, danke. Hans, was würdest denn du denken, wenn ich an dich ranpinkel? Ich hab ja nicht an dich rangepinkelt. Perversling. Ach so. Das schmeckt gut, das Bier. Dann? Ich hab nicht an dich rangepinkelt. Ja, aber an den Baum. Es gibt auch noch eine kleine Information vom Gemeinderat, Herrn Neumann. Herr ja. Neumann. Können Sie nochmal über den, Abschied vom Herrn Sepp Hans sprechen? Zwei Worte. Leider musste Sepp Hans
aus der Stadt ziehen. Musste oder ist? Musste. Oh, der Arme. Und persönliche Gründe. Ja. Also jetzt kein Verbrechen oder so. Und die Farm ist zu verkaufen. Den 1950. Fahrzeuge sind keine vorhanden. Startgebot ist 1 Million. Was kostet eine der Hof? Eine Mille. Weil ja, eine Mille. Ja, eine Mille ist Startgebot. Also ich wäre ja an dem Hof interessiert wegen der Kuhwadung. Ich bin auch an dem Hof interessiert, weil Hof hier ein gammeliger Hof ist, aber da müsste ich erstmal Hof und mein Hab und Gut verkaufen und 1 Million kriege ich niemals zusammen. Das ist doch nur das Hofgrundstück, oder? Ja, das ist nur das Hofgrundstück. Ist 1 Million dafür nicht ein bisschen viel? Lukas. Nein. Ja. Lukas. Ja. Für ist dich die Kuh bei dem mit? Für dich? Nein. Für dich ein Tipp. Nee. Nur 2 Millionen. Jetzt, nimm noch einen Kredit auf. Nee. Damit ihr noch alles. Ja klar, was denkst du denn? Aber an die heilige Kirche gepinkelt. Drum bin ich nicht. Dachte schon. Witzig. Ja, das war's eigentlich schon von mir. Moment, ich schau mal gerade nach im Grundbuch, was der Wert war. Also der ledigliche Hofwert wäre 88.000. Nämlich. Das, Wie willst du das bewirtschaften? Wofür gibt es ein Lohnunternehmen? Zum Rumgabbern. Wenn wir mal mehr Mitarbeiter hätten, oder ich, dann... Ja, Herr, wie heißen Sie? Herr Müller, sind Sie auch an dem Hof interessiert? Ich? Nee, der andere Herr Müller, natürlich Sie. Und gesagt, der Hof 4 gefällt Ihnen nicht. Wenn er so 77.000 kosten würde, dann ja, aber weil Harry ja schon Interesse hat, denke ich, hat sich das erledigt. Sie wollen ja auch Ihren alten Hof loswerden. Rechnen Sie das mal gegen. Ja, der kostet ja 77.000 Euro. Also. Ja, und Sie haben noch ein bisschen Geld. Ja. Okay, ich will Ihnen da nichts aufschwatzen. Ich würde sagen, das entscheiden wir dann nächste Woche. Jo. Aber vielleicht hat ja bis dahin noch jemand Interesse und dann gibt es vielleicht nochmal eine kleine Versteigerung. Schmitz. Ja, was? Machen Sie sich doch mal bitte runter. Ich weiß nicht, ob der das so aushält. Okay. Ja. Das finde ich aber jetzt eine Frechheit. Es das muss... soll das heißen, dass ich schwer bin. Ein bisschen Nein. Auch hat doch jeder. Thomas, es muss dazu gesagt werden, dass das Hofguthaben der Stadt zugute kommt. Also man übernimmt den Hof mit 0 Euro. Also auf dem Hof ist gar nichts, nur man kauft den Hof ohne Kuhweide. Genau. Das macht das, nee, ja. Da bin ich raus. Richtpreis ist erstmal 88.000. Ja, nee. Dann habe ich. Es wäre ja schwachsinnig zu sagen, man kauft 2,4 Millionen mit 88.000. Also. Es wäre gut, also. Es wäre schön. Aber ich verstehe es natürlich. Träumen darf man ja mal. Ja, das wäre geil. Hey, Thomas Schmitz. Nicht anmalen. Okay. Gut. Es freut mich, dass wir hier so eine krasse Markenvielfalt haben. Ohne Witz, wir haben Case. Nur zweimal Fendt. Ein Case. Will vielleicht jeder mal was vorstellen, Herr, Von links nach rechts oder von rechts nach links? Hans. Ich fang an. Ja, fang mal an. Also das hier ist mein Walter in der Class Edition. Mit dem Class Edition Gewicht. Und der normalen Spritze. Aha. Nice. Und Pflegebeutel. Sieht cool aus. Die Farbkombi sieht auch gut aus. Das ist so ein mattgrün. Mhm. Cool. Gut, next one. Das sind Harry. Harry ist der nächste. Harry! Yo. Sag mal, was ist zu deinem Trecker? Muss gerade mal in das Datenblatt reingucken. Yo, das ist ein Steyr Terrus CVT. Mit CVT-Getriebe, 313 PS.
Ja. Cool. So, dann haben wir hier einen Lamborghini. Auch wenn der Hans-Peter mir das nicht glauben wollte, dass er mir den verkauft hat. Ein Lambo. 200 irgendwas PS. Moment, ich guck noch mal kurz in Fahrzeugschein rein. 224 PS. Also ist ein Deutz-Motor drin. Finde ich schon mal gut. Ich glaube, ich verkaufe den gleich wieder. Das Radio hat Hans, der Jürgen nachgerüstet. Voll gut. Herr Müller. Jo, jo, ich bin. Jo, Das ist mein Friend. Der ist ein bisschen älter schon. Aber leistet mir mit 150 PS gute Dienste. Ja, und ich hoffe, der wird mich noch lange begleiten. Ja. Du hast 348 PS. Ja, ich hab schon geschaut und fahrt gut. Und ist einfach halt. Davor hatte ich mal einen Dolz, aber der hat ihn dann. Ja, schwitz nicht so viel, fahr weg. Sonst wirst du überrollt von dem Case. Das ist mein Case, ja. Mit fast 700 PS. Ist er auch die teuerste Maschine, die es in Schwarzingen zu kaufen gibt. Also. Das Ding. Der Trecker. Also, das hier ist mal 1050 mit der Special Edition. Hat die gemacht? Bei Vakuna LP. Ah. Der hat aber kein Logo. Herr Müller. Der hat eine Sonderlackierung. Orange. Die ist nur für den Bauhof. Und hat 517 PS. Auch schön. Aber der hier gefällt mir fast noch ein bisschen besser. Ja, das ist der JCB. Der ist auch eine Spezialanfrage. Das heißt JCB. Ja, dann Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Der JCB fast. Varuna und ist, ja, hat 300 irgendwas PS. 348 PS und hat noch eine Sonderlackierung. Die Orange mit Bauhof. Dicker. Orange im Orange. Cool. So, dann tschüss, ne? Schönen Abend noch. Tschüss, wünsche ich dir auch. Müller. Harry? Ja, wo bist du denn? Warum? Ja. Ah, ja. Ich geh mal noch dein Feld weiter bearbeiten. Jo. Deine Wiese. Tschüss. Okay. Jo. Tschüss. Neumann. Krass, wie viele Marken hier da waren. Ja, hier wird man so schnell, wenn man runterfährt. Oh Gott, ereignisreiche Woche. Manchmal für den Harry das Feld, die Wiese fertig und dann kriege ich hoffentlich ein bisschen Kohle ran. Mein Kontostand ist eigentlich okay durch die Subventionierung, die wir täglich kriegen von 12.000. Da ist okay. Kriegt ja jeder in Schwarzing. Ich
Müsste auch mal nochmal nach meinen Feldern gucken, wenn ich hier fertig bin. Oh, da müssen wir einmal zurückfahren. Dann bin ich fertig. Dass der Jürgen mir das nicht geglaubt hat mit dem Fuchs. Komisch. Harry, gehst aber ja schneller ins Telefon. ich bin gleich fertig. Ja? Soll ich den Dünger auch da hinstellen auf deinem Hof? Oder einfach den drin lassen? Ich kann drin lassen, ja. Okay. Gut. Was den zahlst du denn? Den brauche ich dann noch. Okay. Zahle. Ja. Fertig. Zahle. Also, wie viel fällt 18, 19? 18 gekalkt, 18, 19 gedüngt. Da bekommst du von... ...4000. Ja, ist okay. Passt. Kann man mit leben. Gut, dann bringe ich dir den Düngerstreuer nochmal hoch. Und dann passt es erstmal. Jo. Gut, bis Geld dann. Ist angekommen. Ja. Danke für den 1000er extra. Ja. Ciao. Okay. Ciao. Oh, das hat sich doch gelohnt, hier ein bisschen zu düngen. Für 5000. Kann man nicht meckern.